gegen die Prinzessin oder was auch immer sie sein soll. Also die Gegner haben leider keine Namen oder haben zum Glück keine Namen oder Tülülü haben im Handbuch Namen, ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall, erste Mission ist ein 1 gegen 1 gegen einen sehr einfachen KI-Gegner, wo ich dann das meiste zeigen kann auch. So, rufen wir erstmal die Minimap auf und gucken, wo wir uns am besten ansiedeln. Ich würde fast schon sagen, hier. Aber wo gibt es noch gutes Gelände? Hier oben ist eine Wüste. Wüste sind schlecht. Hier wäre eigentlich am besten. Hier wären wir an Wasser, an Holz und an Steinen. Und hätten es nicht so weit zum Berg. Ja. Also, wir müssen erst einmal ein Gebiet aussuchen, wo wir uns ansiedeln können. Hier in der ersten Mission ist das noch relativ egal. Es sollten nur Bäume in der Nähe sein. Und Steine. Und es nicht so weit zum Gebirge sein. Also ja, hier siedeln wir uns an. Errichten erstmal unser Schloss-Hauptquartier. Gut. Jetzt haben wir die Möglichkeit, also sie hat noch nicht gebaut, also haben wir jede Menge Zeit. Erst einmal, diese Buttons sind alle doppelt belegt, also die meisten von ihnen. Zum Beispiel der Bauen-Button, den wir hier sehen. Wenn man die rechte Maustaste gedrückt hält und links auf ihn klickt, dann erscheint das Bauraster, wo man sehen kann, welche Gebäude man wo bauen kann. Die Weltkarte zentriert mich auf mein Burg. Ja, die Optionen, die machen nichts Besonderes. Also besser gesagt, die Statistikanzeige. Und das hier sind... ja, das sind die Einstellungsoptionen. Und hier sind die Geschwindigkeitsoptionen. Also, das Wichtigste in Siedler, halt die Kernessenz, ist Bauen. Deswegen fangen wir als erstes damit an, indem wir einen Holzfäller bauen. Das ist der nette Typ mit der Axt. Und ihm auch noch einen Förster dazu spendieren. Damit das Holz auch wieder aufgeforstet wird. So. Dann brauchen wir einen Steinmetz, der uns Steine besorgt. Da können wir ruhig hier einen errichten. Das ist der nette Herr mit den Steinen hier oben. Und ja, Baumstämme sind schön und gut, aber daraus können wir keine Gebäude bauen. Also brauchen wir auch noch ein Sägewerk. Und ja, hier kommt der erste Schwierigkeit, die erste Schwierigkeit in dem Spiel. Die Gebäude haben keine Namen. Man muss also selber herausfinden, was welches Gebäude ist. Werdet ihr darauf kommen, dass das hier das Sägewerk ist? Also nach dem Ausschussverfahren, dass das Sägewerk kein kleines Gebäude ist? Also das hier kann schon mal kein Sägewerk sein. Das ist nämlich eine Mühle. Das hier ist ein Fischer. Das hier ist ein Bootsbauer übrigens. Ja, hier. Kann man nicht erkennen, was das ist, was das ist. Dass das hier ein Bäcker ist, erkennt man an der Brezel. Und das hier der Münzpräger, an dem Goldbarren. Das hier wird der Schmied sein. Und ich glaube, das hier ist die Eisenschmelze. Da wird das die Metzgerei sein. Und hier ist der Werkzeugmacher. Ja, gut. Wir brauchen jetzt ein Sägewerk. Und dann müssen wir noch die Straßen verbinden. So. In Siedler 1 gibt es eine Faustregel. Versuchen die Wege kurz zu halten, aber gleichzeitig auch versuchen, so wenig Fahnen wie möglich in den Weg zu stellen. Die zweite Faustregel ist, versuchen so wenig genau das hier zu vermeiden. Das ist nämlich die Steigung der Straßen. Je schlimmer die Steigung ist, desto länger brauchen die Siedler, um an ihren Punkt zu kommen. So, das erste wäre erreicht.
Und ja, unser Gegner legt auch schon los. Indem sie einen Holzfäller baut. Und wohl das Sägewerk planiert. So, wir können uns auch gleich um einen Fischer kümmern. Das ist der Nette hier mit dem Netz. Ja, und genau der ist jetzt dann ein Grund, warum wir eine Pfade bauen sollten. So. Und was wir noch machen sollten, ist gleich mal hier oben ein Wachhaus bauen, um unser Territorium zu erweitern. Okay, wir brauchen erstmal hier eine Fahne. So. Hier haben wir Fläche nachher, um Getreide anzubauen. Das ist schön. Und ja, Ziel aller Mission ist es, entweder den Gegner zu vernichten oder ihn zum Aufgeben zu bringen. Und wir können halt auch nicht sehen, was der Gegner gerade baut. Wir können es halt nur erkennen. Und ja, das hier sind die Geschwindigkeitsregler. Bleiben wir mal auf normaler Geschwindigkeit. Das müsste der hier sein, der halb-halb. So, man sieht schön, wie unsere Siedler die Bretter und alles an die Zielorte bringen. Und ja, unser Planierer ist netterweise auch schon fertig mit dem, damit für das Sägewerk alles eben zu machen. So, währenddessen können wir uns mal Statistiken oder so ansehen. Das hier ist unsere Produktionsstatistik für Nahrung, beziehungsweise für Bergwerke. Weil in diesem Spiel brauchen nur Bergwerke Nahrung, also diese vier Bergwerke hier. Neben Fleisch, Brot und Fisch. Fisch kommt vom Fischer, ganz einfach. Brot kommt vom Bäcker. Und Fleisch vom Schlachter. Der Bäcker braucht Mehl, der Schlachter Schweine und beide brauchen Weizen. Also der Müller und der Schweinezüchter Weizen vom Bauern. Sehr einfach gehalten. Genauso hier die... Ja. Eisenversorgung. Oder Baumaterialversorgung allgemein. Also aus Gold und Kohle würden Goldbarren, die gebraucht werden fürs Militär. Aus Kohle und Eisen werden Eisenbarren, aus Holz werden Bretter und Steine, ja, werden direkt nur zum Bauen verwendet. Also das sind unsere Abnehmer für die jeweiligen Materialien. Also Soldaten brauchen Gold oder beziehungsweise haben einen Nutzen aus Gold. Das ist der Waffenschmied, der braucht eben Eisen und Kohle, um Waffen zu schmieden. Das ist der Werkzeugschmied, der aus Holz und Eisen Werkzeuge macht. Der Schiffsbauer macht aus Brettern Boote und der Baumeister, der baut halt Gebäude draus. Dann haben wir hier eine Übersicht über unsere Siedler. Von was wir mehr als genug haben, von was wir mehr bräuchten, also wenn es im gelben Bereich ist, von was wir Mangelware haben, wenn es im roten Bereich wäre. Also man sieht, die verschiedenen Soldatentypen haben wir relativ wenige. Das erkläre ich aber später, wie das mit den Soldaten funktioniert. Hier haben wir unsere Gesamtlagerübersicht. Also wenn wir nur hier auf unser
Genau. Auf unser Reburg mit Rechtsklick und dann Linksklick sehen wir nur, was in diesem Lager ist. Wir können aber auch mehrere Lagerhäuser haben. Später, in größeren Maps vor allem. Und ja, hier sehen wir auch, was für Leute gerade dort drin sind. Also zum Beispiel ein Träger. 15 Unbesetzte. Das ist auch so eine Feinheit an Siedler 1. Also 15 Siedler haben wir mit nicht zugewiesenen Jobs. Einen haben wir als Träger. Das sind unterschiedliche... unterschiedliche Arten von Berufen. Weil ein Träger kann keinen anderen Beruf mehr ausführen, außer Träger sein. So. Jetzt da unsere... unser Wachhaus fertig ist, können wir hier anfangen, einen Geologen zu holen, der hier alles abklopft. Haben wir auch eigentlich noch einen zweiten Geologen? Ja, wir haben noch einen zweiten, also rufen wir den am besten auch gleich mal. So, da wir ziemlich nah an denen sind, am Gegner, werden wir hier mal einen... Ja, am besten gleich eine Burg errichten. Und ja, ich erkläre später weiter, weil wie man sehen kann, unsere Gebäude werden immer mehr. Unser Steinmetz hat seine Arbeit aufgenommen. Was schön ist. Unser Sägewerk ist noch im Bau. Also ja, auch wenn Siedler... Sie wollten an diese Stelle gerufen werden. Warum auch immer. Ach so, das sind Timer, nicht Dings. Das ist nicht die Spielgeschwindigkeit. Entschuldigung, das sind einfach nur Timer, die mir sagen, ruf mich in einer bestimmten Zeit an diese Stelle. Also ja, man sieht unser Baumeister, der baut fleißig jetzt das Gebäude. Oh, und das könnte jetzt unschön werden. Na, gerade noch so gepasst. Der Gegner hat nämlich sein Wachhaus besetzt. Wie man sehen kann, mit recht guten Truppen. Ja, durch dieses neue feindliche Gebäude haben sie Land verloren. Aber es hat nicht meinen Bauplatz gestört, was gut ist. Das kann nämlich sehr ärgerlich sein, den Siedler. Dass man angefangen hat, ein großes Gebäude zu bauen, und da nimmt einem einer das Land weg und man verliert das Gebäude. Inklusive den Baumaterialien. So. Unser Sägewerk ist fertig. Da kommt auch schon unser Sägemeister. Ja, unser Förster ist fleißig dabei, Bäume anzupflanzen, während unser Holzfäller dabei ist, Holz zu hacken. So. Baumstämme werden dann zu Brettern. Hey, wir haben Kohle gefunden. Richten wir am besten hier noch eine Fahne. Also ja, jetzt sollten wir uns um Weizen bemühen. Also bauen wir hier am Rand eine Weizenfarm auf. Das ist halt ein großes Gebäude. So, schließen Sie ans Wegnetz an. Können dann theoretisch hier eine Mühle bauen.
Ein Geologe hat Eisen gefunden. Sehr schön. Also können wir hier ein Eisen und hier eine Kohlenmine hinbauen. Okay.